Willkommen zurück zu Final Fantasy. Beim letzten Mal haben wir gesucht, wo wir weiterkommen. Inzwischen wissen wir es ja, wir sind jetzt hier irgendwo angekommen, wo wir jetzt hier wieder jeden Raum durchsuchen dürfen nach der Krone, die wir immer noch suchen. In der Hoffnung, sie dann irgendwann zu finden. Bisher sehen wir hier nur jede Menge leere Räume. Was natürlich ein bisschen unschön ist. Da haben wir noch eine Truhe. Was haben wir da? 295 Gil, genau abgezählt. Das ist schon mal schön. Nehme ich mal mit. Kann man ja hier nicht liegen lassen, denn nachher nimmt es noch jemand, der es nicht gebrauchen kann. Das geht ja nicht. So. Schöner neuer Kampf. Wird gleich super, wahrscheinlich. Ohne, dass ich vergiftet werde. Schön. Dann attackier du mal den. Du attackierst mal die Tarantel. Du attackierst das Ding. Und du machst Magie Feuer auf das Mistviech. Wenn das alles trifft, ist das schon mal ein guter Anfang. Und wenn das Wörtchen wendig werden, ne? Man kennt das ja. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht für den Anfang schon nicht verkehrt aus mit so einem gemixten Kampf hier, wo man halt immer so ein bisschen gucken muss. Wo attackierst du jetzt, wo attackierst du erst später und so. Ne? Was ist denn jetzt der schlimmste Gegner? Im Zweifel immer die, die dich am meisten schaden. Sei es über Gift oder sonstiges. Und so weiter. Es ist halt auch immer schön, wie sie mit ihrem Hammer immer nie trifft. Selten oder hin und wieder mal. Je nachdem, wie sie lustig ist. So. Auf in den nächsten Räumen. Das ist übrigens der Raum, den ich vorher verzweifelt gesucht habe. Wo ich mir so dachte, so, wo ist denn jetzt dieser Raum? Ne, weil ich konnte mich halt an diesen einen Raum erinnern, wo es diverse kleine Nebenräume gab, wo es halt manchmal Kiste gab und manchmal halt nicht. Diesen Raum habe ich halt bis jetzt zu dieser Folge verzweifelt gesucht, sozusagen. Und dann doch schlussendlich gefunden. Gleich paralysiert, ja, es ist ja super. Aber was willst du machen? Paralyse ist halt ätzend. So, die sind schon mal weg. Das ist schon mal schön. Macht immer das Würmchen hier tot. Oh, kritischer Schlag. Das war böse. Kannst doch nicht einfach kritisch hitten. Geht ja nicht. Okay, geht ja schon, ja, aber so eigentlich so, ja, hart im Grenzbereich. 587 Gil, mehr nicht. Mehr nicht? Claire, warst du ein bisschen im Weg. Du bist immer noch im Weg. Danke. Da ist ja nicht mal was drin. Da haben wir was. Cottage. Baumwolle? Okay. Ich wollte es angucken, was das ist. Durfte ich mal wieder nicht. Ist ja mal wieder typisch. Super. Was machen wir da? Ich würde jetzt sagen, einfach nochmal Attacken hier und Mr. Kuro macht dann hier Fire 2. Damit sollte es dann vielleicht gehen. Möglicherweise. Hoffe ich. Also, optisch gesehen sieht das schon sehr gut aus und Gegner sind auch tot. Was will man mehr? Geben zwar nicht viel Gold und auch nicht viel EP, aber man kann nicht alles haben. Man will zwar immer alles haben, aber man kann es nicht. Es geht halt einfach nicht. Copper Armlet. Ach ja, und Cottage wollte ich noch angucken hier. Equipment. Ich kann mir vorstellen, dass hier sowas ist. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, können wir es nicht irgendwo anders hier auch noch sehen? Ja, Cottage ist nichts zum Anziehen. Restores Parties, HP und MP. Und speichert das Spiel. Kann nur draußen benutzt werden. Okay. Aber es ist keine Baumwolle. Ja, dann halt nicht. Dann halt einfach nicht. Dann müssen wir nichtsdestotrotz einmal gucken, wo es denn jetzt hier lang gehen soll. Ich glaube, wir haben hier unten noch weitere Räume, die wir bis gut achten können.
Es hört jetzt erstmal nicht auf mit den diversen Räumen, wo wir reingehen können und erstmal guten Tag sagen können. Ich laufe da mit Absicht nicht an der Fledermaus vorbei. Nicht, weil ich hier zeigen will, hey Mensch, wer ist der Stärkere, sondern halt eigentlich eher, ich habe immer so ein Glück, weißt du, die Fledermaus geht dann immer da lang, wo ich lang will. Oder generell NPCs in diesem Spiel. Und wenn ich da mit der schnellen Lauftaste dagegen laufe, da habe ich eigentlich immer ein Glück, dass sie halt schnell dann irgendwo anders hin ausweicht. So, was haben wir hier? Sieht so wichtig aus. Pisco Demon. Ja, was auch immer du bist, ich mach den mal tot. Magic. Machen wir Bolt 2. Ich glaube, das sind so Fischviecher. Die sind bestimmt empfindlich gegenüber Blitzattacken. Oder auch so fallen sie schon fast auseinander. Das geht natürlich auch. Und wir müssen uns mal heilen. Ja doch, kann man schon fast so machen. Ja komm, du auch nochmal und du auch nochmal. 4 Damage. Wow. Wir machen schon ein bisschen Schaden. Da. Jetzt komm, fall auseinander. Wird ja immer weniger, was hier Kuro an Schaden macht. Was soll denn das? 900 Gil, ja. Ne? Lässt sich sehen. So, einmal ganz kurz hier. Du hier mit Magic. Mach mal das hier. So ein bisschen. Ja, einfach nur, damit wir hier wieder ein bisschen Heilung haben. Allgemein. Weil so geht das ja nicht. Das ist ja nicht zumutbar. Noch ein bisschen. So, reicht fürs Erste. Was haben wir in der Truhe? Obtained Crown. Wir haben die Krone. Yay. Das, weswegen wir eigentlich hier sind. Da können wir jetzt eigentlich auch wieder raus. Gucken aber halt natürlich noch, was haben wir in den anderen Räumen. Siehst du, dann geht es ja nämlich relativ schneller dann meistens irgendwo hinweg. 385 Gil abgezählt. Ist auch eine feine Sache. Ach, hier schon wieder. Vermaledeiten Dinger. Da gebe ich jetzt aber keinen Feuerzweifel aus. Das ist es mir allemal nicht wert. So, ihr habt jetzt 20 bis 30 Lebenspunkte oder sowas. 2. Gut. Muss ich nochmal Feuer für ausgeben. Sonst sitzen wir ja morgen noch dran. Das geht ja nicht. Okay. Oder er schlägt kritisch zu. Das geht natürlich auch. Da sage ich doch nicht nein. Kritisch zuschlagen ist stets erlaubt. Okay. Dann schalten wir zuerst mal das Würmchen aus. Ich habe überlegt, ob ich Dia mache, aber nee. Ja, ist super. Gleich von Paralyse besetzt unsere zwei stärksten Damage-Dealer hier. Der ist natürlich scheiße. Machen wir Magic Bolt. Ob das jetzt so die super-duper Idee ist? Ich glaube, deswegen bin ich. Ja, ist super, der nächste paralysiert. Gib es doch nicht. Gib es wohl in Final Fantasy. Ja, oh Gott! Weißt du, da hast du dann den einen, der aus der Paralyse wieder erwacht. Du benutzt ihn. Und er ist dann gleich wieder paralysiert. Ist doch wahr. So wird das nächste Mal der Final Fantasy Weltmeisterschaft 2070. Kann dieser Scheißwurm jetzt mal langsam umfallen? Ist doch schon nicht mehr lustig. Ja, endlich. So, dann machst du jetzt mal Magic. Komm, was soll's? Dia 2. Du kannst es schaffen. Musst aber nicht. Aber nur wegen der
den Blutknochen da. Hat zwar nicht umgehauen, aber ein bisschen Schaden gemacht. Ja, ich glaube, der hat tot. Okay. Hier haben wir noch eine Tür. Ach, Mystic Key. Zauberschlüssel brauchen wir hier wieder. Ja, habe ich nicht. Ich habe keinen Zauberschlüssel. Ja, sonst haben wir jetzt hier alles quasi erkundet. Da unten haben wir noch eine Tür. Könnte aber davon ausgehen, da haben wir da auch wieder den Zauberschlüssel, den wir da brauchen. Gehe ich mal einfach von aus, ohne es zu wissen. Ja, geht doch. Das sind schöne, einfache Kämpfe. Kann man mal machen. So, hier. Ja, Mystic Key. So ein Mist Key halt, weißt du? Hier dann wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich alle unten unteren Räume. Aber ich kontrolliere das lieber dann nochmal nach. Weil sicher ist sicher. Okay. Ist auch wieder dasselbe. Ja, komm. Einmal lesen reicht. Oder überlesen. So, und die letzte Tür, die hier wäre, sieht genauso aus. Gut. Dann können wir jetzt ja wieder zurückgehen. Hat ja auch irgendwie viel zu lange gedauert. Wie viele Folgen sind wir jetzt schon hier unten? Viel zu lange. Ja, super, auch noch vergiftet. Fängt ja gut an, der Kampf. Magic, Fire 2. Damit es alle trifft. Nicht, weil es irgendwie nötig wäre, sondern einfach nur, weil es alle trifft. Okay. Dann müssen wir jetzt tatsächlich ein Antidot benutzen. Zack. Und weiter. Und weiter. Wo war jetzt der Ausgang? Ich weiß es schon wieder nicht. Ist ja schlimm. Ja, wieder vergiftet. Was soll denn das? Ja, hau zweimal zu, hau ihn fast um. Hier wird doch nicht. So, du den, du den. Du machst mal Heilung. Auf ihn. Du kannst ruhig mal Magic. Dann machen wir Fire 2. Damit wir das Ganze hier beschleunigen können, damit die irgendwann mal umfallen. Woo! Aber sie leben immer noch. So, jetzt aber nicht mehr. Das ist aber wirklich das Problem, dass wir so langsam out of Leben kommen. Erstmal ein Antidote. Und dann... Das können wir da draußen benutzen. Müssen wir auf die Magie zurückgreifen hier von ihr. Diese dramatische Musik einfach nur so im Hintergrund. Leicht überdramatisiert. So, du auch noch mal ein bisschen hier. Hier haben wir noch ein bisschen Mana. Das können wir jetzt bis zum Ausgang hier noch mal ein bisschen gebrauchen hier. So, und dann unser Krieger hier noch ein bisschen. So, reicht jetzt aber auch. So, haben wir... Nein. Kommst du aus so einem Raum rein? Raum raus? Weißt du, es ist fast so, als würdest du einfach nach draußen gehen. Kommt erstmal gleich der Gegner dir entgegen. In den meisten Fällen dann die Zeugen Jehovas. Ist so. Muss nicht sein, aber ist so. Könnte passieren. Möglicherweise. Ja, der nächste vergiftet. Dann muss ich gleich zwei Antidote benutzen. Gibt's doch nicht.
Warte, ich muss mir hier einmal hier wieder so einen Husten aufschreiben, da ich dann später rauscutten muss. So. Und dann können wir unsere Antidote benutzen. Haben sie alles an Trötenmusik einfach nur benutzt, weißt du, um hier mögliche Dramaturgik irgendwie aufzubauen.